Herzlich willkommen zu Short Review Review Spezial mit einem Auspackvideo. Und zwar geht es immer noch um meine Transformers G1 Kindheitssammlung. Ich habe die in Kartons verstaut und fast 15 Jahre überhaupt nicht mal angeguckt. Ich möchte sie jetzt natürlich ein bisschen mal begutachten und vielleicht auch vervollständigen. Und ich werde auch sie vielleicht ein bisschen besser verpacken, das muss ich auch. Denn sie sind teilweise doch, gebe ich zu, ein bisschen lieblos verpackt worden, einfach nur Karton vorsichtig hingelegt. Die Waffen und Zubehör habe ich oft in einen Einzelkarton gesteckt. Somit, wenn ich die Figuren zeige, fehlt natürlich teilweise etwas. Das heißt natürlich, es fehlt etwas. Aber es ist ein Blick in meine Kindheit, den ich mit euch zusammen mache. Es gab bereits einige Videos dazu und ich habe mich entschlossen, heute nur diese beiden Kartons anzugucken, was da drin ist. Ich weiß wirklich nicht jetzt, was in den Kartons ist. Ich habe nicht vorher reingeguckt, aber ich weiß schon, was ich besitze oder besessen habe, obwohl ich habe festgestellt, es war noch Überraschung. Es gab beim Auspacken Überraschung, dass ich Figuren doppelt habe oder überhaupt eine Figur davon besessen habe. Deswegen, ja, lasst uns mal gemeinsam schauen, was sich jetzt in diesen Kartons befindet. So, ich werde aber die Kartons hier auf einem Stuhl davor stellen, damit wir Platz haben und die Figuren hier dann auf den Tisch präsentieren können. So, Karton Nummer 1. So, das sind nur Teile, wie ich sehe, und das wird euch nichts sagen, denn das ist kein Transformer indirekt. Komm noch ein bisschen was zu. Obwohl, hier kann ich zeigen, ein Skydive kaputt. Es gibt leider auch, und da ist mal hinten dann das Teil abgebrochen oder abgefallen, wie auch immer, die Beine sind dran. Der Heckteil fehlt, aber sonst ist er noch heil, das wundert mich. Es kann sein, dass ich auch mal so beschädigt aufgekauft habe von anderen, das weiß ich gar nicht. Ich habe ihn auch noch heil, habt ihr gesehen, aber man hat auch mal so Ersatzteile. Genauso wie der hier, der ist mit der Zeit kaputt gegangen. Und der war auch nie vollständig, ich sehe jetzt gerade das falsche Teil. Na, fehlt noch was. Ärmchen. So, ein Gobot. Der Arm fehlt, der ist abgebrochen. Der war auch nur so auf einem ganz kleinen Nipsel, wenn man das so sieht. Aber ich habe ja mit Transformers gespielt. Das heißt, ich habe mir ein Decepticon-Logo selbst gemacht. Es war auch ein Gobot, der böse war. Passte mir perfekt. Und ja, ich werde den vielleicht nochmal so kleben, dass man ihn so hinstellen kann. Die Flügel fehlen, also den hatte ich auch nie vollständig, den habe ich auch mal so im Set oder wie auch immer oder vom Flohmarkt oder vom Kollegen gekauft. Aber hier sehe ich auch, habe ich auch noch mal einen Action Master Transformer, auch sehr schön, habe ich auch wohl nicht vollständig, weiß nicht mal welcher Charakter es ist, weil diesen Charakter einer der wenigen, die es nicht in Figuren oder Transformers Form gab, sondern die rein für Action Master entwickelt wurde. Da gab es auch ein, zwei Figuren. So, was hat es mit diesen hier auf sich? Das ist auch eine japanische Figurenlinie, die sich auf eine andere Art verwandelt. Denn, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ich werde es nochmal recherchieren und wenn es mir nicht einfällt, aber wenn, werde ich das einblenden und vielleicht nochmal ein, zwei Bilder dazu. So nebenbei, das sind so kleine Figuren, das sind immer der Standard. Die gibt es, habe ich zweimal, hier drin ist auch einer. Und dann kombinierte man sie. In dem Fall jetzt hier mit Ketten. Das heißt, man konnte ihn jetzt hier mit Ketten zu einem Fahrzeug machen. Hier habe ich jetzt so Kanonen. Kann ich jetzt an die Arme klicken. So ein Bastelkonstrukt. Man kann sie zusammenstecken. Die Köpfe haben so eine spezielle Form. Also hier seht ihr, ich habe jetzt so einen Panzer gebastelt. Der Kopf hat eine runde Form und hier so zwei Nipsel. Die kann man zum Beispiel, hier sieht man, bei den Beinen hinten auch reinstecken. Das heißt, man kann mehrere Figuren kombinieren. Hier habe ich einen, der sich sozusagen in einen Jet transformiert. Da sind eine Spitze, zwei Flügel und Heck. Und im Endeffekt kann man sie auch kombinieren. Ich kann sie jetzt noch, ich will mal es optimal machen kurz. Genau, hier habe ich einen Nipsel. Da, und den packe ich hier oben drauf. So, und jetzt haben wir einen. Auch eine japanische Figurenlinie,
kam nie zu uns. Ich weiß nicht, ich habe den mal von einem Bekannten damals mit übernommen, der seine Sammlung abgestoßen hat, von dem ich auch Roadbuster habe, glaube ich, denke ich mal. Und ich fand es irgendwie ganz cool. Ist kein Transformer, aber hat was. Gibt ja auch so. So, hier eins meiner Highlights oder eins der wichtigsten, die Hauptfigur wird noch kommen, Optimus Primes Trailer. Der Original G1 Optimus Prime. Ich sehe gerade, sein Ruler ist da drin, also sein Fahrzeug. Und hier seht ihr auch wieder Öffnung, denn es waren mal Figuren. Es war eine Figurenserie mit kleinen, ja, Männchen. Man sollte spielen damit und den Trailer konnte man aufbauen. Ich muss echt aufpassen, da möchte ich nichts kaputt machen. Konnte man aufklappen, hier seht ihr auch. Das ist jetzt hier so eine kleine Reparaturstation. Der Ruler, der kam hier rein. Und der konnte dann abgeschossen werden. Hier ist ein Knöpfchen, wenn man das spannt. Und dann konnte er wegfahren. Und hier mit Computer, Monitor. Und hier ist Metall. Denn diese kleinen Männchen hatten, wie soll man sagen, kleine Magnete. Und dann konnte man sie darauf stellen. Obwohl hier ist jetzt kein Metall. Das ist jetzt rein nur der Aufkleber. Ich zeige euch gleich noch eine andere Variation. Das hier ist, wie gesagt, Optimus Primes Trailer. Und jetzt kommt ein Schatz, der auch leider nicht ganz heil ist, aber der Original Diaclone Trailer. Battle Convoy. Convoy ist der japanische Name von Optimus Prime. So, und hier können wir gleich mal sehen, hier hinten steht auch BC Keeps Diaclone Struggling. Hier steht jetzt unter nichts. Ne, da hat nichts gemacht. Mir ist leider hier mal irgendwann, man hat ja damit gespielt, ja, die Öse abgebrochen für die Klappe. Ich hoffe, die Klappe, dass ich sie noch irgendwo habe. Wie gesagt, lange nicht geguckt, wo es ist. So hieß die Rampenteile. Aber auch aufmachen. Und wie ihr seht, ja, hier ist auch abgefallen der Greifarm, den müsste ich auch noch haben. So. Und hier habt ihr gesehen, hier ist ein Aufkleber. Ich nehme den Ruler weg, da kann man es vergleichen. Hier ist aber Metall. Und man kann es, weiß gar nicht, ob es man so sehen kann. Da ist Metall, da sieht man noch kleine Klammern, die gibt es nicht mehr bei dem anderen. Und damit wurde, konnte man dann so kleine Figuren draufstellen. Sind aber, so gut wie wenn ich sehe, die gleichen Aufkleber, nur dass die falsch rum aufgeklebt sind, sag ich mal so. Nicht wirklich so in der richtigen Reihenfolge, aber ich kann nicht sagen, ob es original das, ob ich es damals war oder nicht, aber sonst komplett identisch mit den ganzen. Also der Transformers und der Diaclone. Und man sieht natürlich einige Unterschiede. Ich habe natürlich auch noch die Teile, hoffe ich. Also ich, hier ist auch mit Männchen und hier ist Figur. Also hier ist auch unterschiedliches Glas. Wahnsinn. Und den Arm müsste ich noch irgendwo haben. Und auch die Raketen, weil den habe ich mir mal neu gekauft gehabt früher. Oder beziehungsweise habe ich besessen früher. Und den Truck habe ich auch noch, auch wenn er nicht ganz heil ist. Weil ich habe damit gespielt. Also ich habe 1984, also vor 35 Jahren abgerundet, damit gespielt. Und ihr seht also Prime Stationen. Ich habe noch Kartons, also Prime wird noch irgendwo dabei sein. Deswegen werde ich diese Station auch auf den Tisch lassen, auch fürs nächste Video. Weil ich habe noch diesen einen Karton, den ich für dieses kleine Video geplant habe. Somit werden diese Battle Stations hier drauf stehen bleiben. So, wir haben den Karton. Den öffne ich jetzt. Oh, herrlich. Ich werde schon ganz nostalgisch, wenn ich nur sehe, was da drin ist. Auch zwei Figuren, die auf dem Tisch stehen bleiben werden, aus einem anderen Grund, den ich noch nicht erkläre. Aber ich weiß es, weiß sie noch. Zwei meiner allerersten. Twin Twist und Topspin. Das sind noch MB Transformer von früher. Original von 1984, 85. Und hier ist das Witzige, es passte und ich habe es gemacht. Diese kleine Spritze, man, das ist schwer zu sehen, gehört Optimus Prime, gehört hier eigentlich zu. Und er war mein Reparaturoffizier. Und ich habe ihn dann immer dieses Teil hier untergeklemmt.
Und das war wie so ein Schweißgerät, da konnte er dann reparieren. Ich habe auch noch seine Waffe, ich habe damit auch gespielt. Das sind diese Jumpstarter. Konnte man verwandeln, zurückziehen und... Sie haben sie automatisch verwandelt. Herrlich. Funktioniert sogar noch. Wahnsinn, aber da möchte ich echt aufpassen, denn das sind so meine Kindheitssachen und wie gesagt, das sind die absoluten ersten Transformer. Ich stelle sie mal mit hier drauf, komm. Gehören hier auf diese Battle Stations von Prime. Der muss auch sein und deswegen wird auch hier das weitergehen. Und was habe ich jetzt hier? Ja, ich greife schon gleich zu. Da haben wir ihn. Mein G1 Optimus Prime. Aber er hat auch eine interessante Sache. Er hat rote Füße. Ich kann nicht sagen, warum. Ob es eine falsche Produktion war oder nicht. Er hat rote Füße. Er hat normalerweise blaue. Und die späteren Auflagen haben auch blaue. Er hat auch Gummiräder. Da muss man aufpassen, dass die nicht zerfallen, muss ich ehrlich sagen. Durch die Zeit. Es ist auch Metall noch eingebaut. Hier vorne ist eine Metallklappe. Und seine Fäuste, die liegen separat. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, es sind nicht seine Fäuste. Nee, ich habe leider meinen Optimus Prime, also der gehört ja dahin, habe ich in der Box auf dem Flohmarkt gekauft. War auch ziemlich komplett, aber leider ja nicht vollständig. Und nur die Fäuste fehlen. Und die habe ich von meinem Diaclone benutzt. Ja. So, und wenn gleich das abbricht, ich sehe gerade, meine Batterie ist rot, denn ich habe einige der Videos heute gemacht, muss ich gleich wieder laden, also dann werde ich einen Break machen. Also die Fäuste gehören dahin, die gehören eigentlich zu dem anderen, aber ihr seht ja Optimus Prime, kultig. So, ich mache weiter, bis das ausfällt. Und hier habe ich einen Headmaster Decepticon. Der Headmaster könnte noch hier drin sein, ja, und der ist sogar noch da drin. Wahnsinn, vollständig. Es gab 3 Stück von den Decepticons, absolut genial. 3 Autobots, aber nee, es gab eigentlich 4 von den Autobot-Fahrzeugen. Der 4. hat es aber nie nach Deutschland geschafft. Das war ein Mädchen sogar, eine weibliche Pilotin. RC war ja der erste weibliche Roboter. Edita One und 2 ihrer Partnerinnen in einem G1-Cartoon waren die ersten weiblichen Transformer. Aber richtig dazugekommen ist eigentlich erst mit RC ein Charakter, der dauerhaft dabei war. Ihre Actionfigur, muss ich dazu sagen, hat es aber echt 20 Jahre gedauert, oder bis die überhaupt rausgebracht. Habe ich nicht, aber das ist vielleicht auch nochmal etwas, was ich dazugeben muss. Auch hier ein schöner Transformer. Da drückte man auf einen Knopf und irgendwas passierte. Ich weiß gar nicht mehr was. Ach, so war das. Die Flügel und dann konnte man drücken und dann haben die Kanonen sich gedreht automatisch. Dann kann man dann viel zu weit weg. Also der hier, man dreht. Herrlich. Herrlich. Nehme ich auch nochmal hier vorne hin. So, hier habe ich auch nochmal einen Motormaster hier unter, oder Powermaster hier unter. Fehlt natürlich die Figur, die habe ich jetzt gerade nicht griffbereit. Die kommt noch. So, ich werde dieses Video kurz unterbrechen, weil die Batterie alle ist und schneide. So, das war der Break. Ich musste kurz den Akku laden, denn das Auspacken, was ihr in mehreren Teilen seht, habe ich an einem Tag gemacht. Und ja, irgendwann war der Kamera-Akku dann leider während einer Aufnahme leer. Oder der ging ganz schnell dann leer. Wie auch immer. Wir haben hier schon einiges auf dem Tisch stehen. Ein bisschen ist doch in der Box. So, als nächstes, ich habe dieses Transformers Motorrad. Kann man die Kanonen abschießen. Na, seitlich will ich mal zeigen. Hier ist ein Knopf und dann... Ah, sieht doch geil aus. Ja, auch nicht schlecht. Ich habe es hier sogar 2-mal drin. Hier noch einmal und ich muss sagen, ich werde mir da das Bessere dann aussuchen. Ja, ansonsten, ne, ich sehe gerade hier, bei dem sind wesentlich weniger Aufkleber drauf und die
Transformers-Aufkleber, die sind von den Seiten sind hier hinten aufgeklebt worden, also komplett falsch. Hier bei dem fehlen auch welche. Naja, hat halt irgendeiner gemacht. Ich habe das auch nie selbst gekauft, das ist auch mal vom Flohmarkt. So ein bisschen weiß ich, was woher ich die habe. So, hier ein Turbo Master, glaube ich. Das ist eine Wasserspritzpistole. Hier ist so ein Blasebalg hinten, kann man sehen. Und dann kann man sich gegenseitig bespritzen mit, wenn man spielt. Und ich glaube, es kann sogar sein, dass der hier farblich sich verändert durch Wasserberührung, entsprechend Kältetemperatur. Das war ja damals ein toller Gag, den auch Hot Wheels gerne benutzt hat. Da gab es ja auch so diese Changers. So, ich habe hier noch ein paar schöne Figuren. Fangen wir mal am Highlight noch an, der auch auf dem Tisch stehen bleiben wird, wie diese, weil ich ja noch weit in zwei Kartons, die noch übrig sind, weitere Teile habe. Und zwar Power Master Optimus Prime. Der Power Master ist woanders hingetan. Deswegen kann er sich auch nicht verwandeln. Das war auch der Clou des Ganzen. Die Power Master waren benötigt worden, um sich zu verwandeln. Und sind aus der Master Force Transformers Serie. Also es gibt eine Animationsserie in Japan, die ist Master Force, da kommen die wirklich vor. Das ist richtig cool. Power Master Optimus Prime. Ist natürlich kein Vergleich zum G1. Größenmäßig, ja, okay, der ist aber natürlich mehr Plastik, der ist noch mehr Metall, hat halt mehr Kult. Aber auch hier ist wirklich die Vorderfront ja auch mit Prime benutzt. Hier haben wir eine Vorderfront und gleichzeitig, wenn man hier so ein bisschen sieht, hier ist eine zweite Vorderfront. Also da ist nur so ein Drehen. Ähnlich wie diesen kleinen Transformer, den ich in dem einen Video gezeigt habe, der ähnlich aufgebaut ist. So, Power Master Optimus Prime legen wir mal dahin. Der große Body wird auch noch irgendwo sein. Was habe ich noch? Hier haben wir auch noch einen schönen Headmaster, einen Decepticon Headmaster. Ich glaube, Hunger hieß er. Ja, der Headmaster ist da unter, auch nicht zu sehen. Holen wir mal raus. Da der kleine Headmaster. Habe ich auch mal gebraucht. Ich habe den habe ich auch nie neu gekauft. Man muss dazu sagen, aber ich habe einige gebraucht gekauft und ich glaube, früher auf den Flohmärkten hat man noch die in Boxen oder mit der Box leichter gefunden. Da waren sie dann einfach nur reingelegt. Aber wie dem auch sei. So, den haben wir. Ja, hier ein etwas modernerer Jet. Ich habe auch in dem anderen Video schon eine ganze Reihe gehabt. Aber hier ist der Flügel abgebrochen, also den habe ich auch definitiv vom Flohmarkt. Die können sich ganz gut verwandeln, die waren gar nicht so schlecht. Also nette Figuren. So, eine Waffe, da muss ich aber auch echt rausfinden, zu welcher Figur die gehört. So ganz sicher bin ich mir da nicht. So, dann habe ich einen Knockoff, einen Jet, der hat hier so den Kopf, das ist so ein bisschen Knockoff, obwohl kein Knockoff. Es ist eine, man darf nicht vergessen, das ist auch von 85. Und es gab eine ganze Menge Transformers-Figuren, die im Halt von B-Firmen, kennen das alle, mit Konkurrenzfirmen, die ja im Halt so ein bisschen Kopien durchgebracht haben. Und das ist eben halt das Coole dabei. So, ich habe vergessen, meine Beleuchtung anzumachen, deswegen mache ich die jetzt nochmal schnell an. So, der nächste Teil ist jetzt beleuchtet. So. Ach, ich lasse das alles im Video, das ist schon so ganz lustig. Also und hier, das war einer, da gab es wohl so ein Motorteil, das heißt, der hat sich dann so aufgestellt und konnte aufgezogen werden und befahren werden. Ja, gab es auch. Aber es ist interessant, solche Sachen heute zu sehen. Heute, also wenn die heute noch rauskommen, werden die nicht beachtet, aber das ist jetzt ja auch wirklich 30 Jahre alt. Oder 20 Jahre, also es ist weitaus. So. Hier haben wir auch nochmal, bisschen staubig sind alle, einen der Transformer, ein Auto mit den Kanonen. Und die Kanonen kann man auch auswerfen. Und das war dann auch so der Transformer. Ich verwandle ihn mal wieder. So, da haben wir ihn. Kann man auch so hinstellen. Auch kultig. So, jetzt geht's weiter. Ja, ein paar kultige, jetzt kommen kultige Figuren. Ich habe hier nochmal einen Rüber, einen Turtlebot. Ich habe den jetzt nach, muss jetzt sagen, ich habe ihn dreimal. Zweimal in dieser Edition, in der ersten Edition und einmal in der Goldcard-Edition. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht.
So, ja, jetzt kommen Protectobots. Und ich überlege gerade, ja, vor den Protectobots, ich habe jetzt alle vier hier drin, ich werde ich gleich präsentieren. Also hier ist einmal das Motorrad, hier ist Blades, der Helikopter, auch leider leicht angelaufen, aber immer noch sehr kultig. Auch hier ein bisschen angelaufen, leider First Aid. Und einer, der mein Liebling, und von den Protectobots Streetwise, der sich am geilsten verwandelt. Im Gegensatz zu denen, die doch sehr simpel sind, hinten umklappen, vorne umklappen, ja, so hier Kopf und hier ist auch so im Prinzip Kopf, Füße, auch hier Kopf, Füße, ist bei dem das völlig anders und das finde ich so genial, das macht diese Figur auch. Hier seht ihr, Metall, Metall, das ist echt, das macht diese G1 aus. Hier Füße klappt man um, Frontteil kurz hoch, Arme ausklappen und das Geniale, der Kopf, na, der Arm ist nicht ganz draußen, der Kopf kommt unter dem Cockpit. Also für die Verwandlung, für den Kleinen, genial. Also ganz anders. Leider kann man nicht die Füße auseinandernehmen oder ziehen, das war damals noch nicht der Fall. Die waren sehr simpel gemacht. Da hat man heutzutage etwas anders. Das so, jetzt kommen zwei, nur noch zwei Figuren. Zwei sehr kultige. Was heißt kultig? Den kennt ihr nicht. Das ist auch wieder ein Diaclone. Ein Original von 85. Den gibt es auch unter dem Transformers-Label. Ist aber, glaube ich, hier in Europa nicht erschienen, aber in Amerika als Transformers. Eine Serie, die nicht so... Ja, oder eine Figuren, die eben halt keine Beachtung gefunden haben im Comic oder im Cartoon. Somit haben wir die nur veröffentlicht. Es gibt so zwei, drei Figuren, die wirklich nur veröffentlicht wurden, aber nie vorgekommen sind. Vielleicht mal im Comic später irgendwann, in den moderneren oder auch in den Marvel-Comics, eigentlich nur zu Werbezwecken. Aber wie gesagt, das ist eine Original-Diaclone-Figur. Somit natürlich auch eine Original-Transformer, aber eine Vor-Transformer. Also original, toll. Hier sieht man da, wer im Pilotensitz gewesen. Piloten gab es damals auch nicht bei uns. Cool, absolut. Und die ist wirklich, das sind so wirklich Megaschätze aus der Transformers-Reihe. Richtig besondere. So, und den habe ich jetzt noch aufbewahrt. Es ist ein Knock-Off. Das ist ein kleiner, wenn man so will, Roadbuster. Roadbuster, wie ich sagte, war ja eine Kopie von, oder was heißt eine Kopie? Eine eingekaufte Lizenz von der Serie Dorvac. Einer anderen Anime-Serie. Deswegen gab es jemals Rechtsprobleme. Es war von Bandai rausgebracht worden und es gab Rechtsprobleme, nämlich weil, kurz gesagt, Hasbro hat die Figurenlizenzen für die Figuren aufgekauft und wollte sie verkaufen unter einem eigenen Namen. Da sagte Bandai nicht zu, das fanden sie ganz okay. Da waren ja auch von, von Macross da ja, der Jetfire war ja ein Macross-Jet. Gar kein Problem, nur das Problem war, die Amerikaner wollten die ja in ihre TV-Serien oder in ihre neue Transformers-Serie integrieren. Und die haben nicht darauf geachtet, dass es Anime-Serien bereits gab. Und dann sagten die, oh, Lizenzprobleme, das geht nicht, wir haben sie schon da. Das wollen wir nicht, dass sie noch in einer anderen Cartoon-Serie auftauchen. So, bei Jetfire habe ich ja in meinem Transformers More Than Meets the Eye, ersten Video, was ich überhaupt zu Transformers hier veröffentlicht habe, auf dem Kanal. Link ist auch hier gleich eingeblendet hier oben, dass ihr sehen könnt, eben halt, ja, und da habe ich kurz über diese beiden Sachen auch geredet, wie gesagt. Und das hier ist eine, ja, Kopie, die ist unter Robert Changers rausgekommen. Die europäische Serie oder diese Serie hat einige Kopien im kleineren Format rausgebracht, unter anderem auch zur Serie Macross ein paar Figuren und auch alle Figuren aus der Dorvac-Serie. So, den habe ich mal gekauft. Ich glaube, der hat so 10 Mark gekostet und ich habe ihn auch gespielt, weil er war wirklich genial. Er hat sich eh nicht verwandelt, hatte nur nicht die Zusatzpanzerung, die Roadbuster hat. Und ja, ich habe fleißig damit gespielt. Wie ihr seht, er hat schon Arm verloren. Er hat Battle Scars, also Wunden aus dem Kampf. Die Waffe ist mir auch mal dann abgebrochen.
irgendwie, man spielt damit, das ist halt verschleißt. Und ich habe den mit dem Tesafilm am Arm geklebt, daraus habe ich ihm eine Armkanone gebastelt. Kann man ja so sehen, das ist ganz gut. Und ich habe ihm ein Decepticon-Logo selbst gemacht. Ja, was hat man nicht alles, wenn man keine Aufkleber hat oder so? Heutzutage kann man sie ja sich aus dem 3D-Drucker holen, beziehungsweise es gibt auch richtig Sticker-Sheets zu kaufen. Bei uns in Deutschland jetzt nicht, aber in Amerika gibt es welche, die sich spezialisiert haben auf solche Sachen. Da kriegt man dann Autobots und Decepticon-Logos in jeder Größe und kann sie sozusagen wieder auf seine Figuren kleben oder auch ergänzen, wenn manche kaputt sind. Es gibt ja auch inzwischen Repro-Labels, das heißt, welche, die produzieren solche Aufkleber nach. Und dann kann ich zum Beispiel, könnte ich diese Aufkleber alle entfernen und komplett identisch mit 1:1 Originalen, nein, nicht Originale sind das nicht, aber mit 1:1 Versionen, die identisch aussehen, mit auf ähnlich gutem qualitativen Papier, so dass man, oder Folie, wie auch immer das dann war, um sie wieder so perfekt zu restaurieren. Das ist aber auch mehr zu Restaurationszwecken gedacht. So. Das waren die zwei Kisten, die ich geplant habe. Und diesmal war es ein bisschen holprig mit dem Batteriewechsel und ja, das war ein Spaß. Und ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir, die Reise zurück in die Zeit. Der Sprung zum nächsten Video wird auf jeden Fall sein, dass ihr ein paar Sachen auf dem Tisch liegen bleiben, oder es werden ein paar Teile auf dem Tisch liegen bleiben, denn ich habe ja hier noch Ergänzungen zu machen. Also das weiß ich auf jeden Fall, dass sie da sind. Ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Also, danke fürs Zusehen. Also, danke fürs Zusehen. Hinterlasst ein Like, ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Kommentiert, sagt, was ihr denkt. Habt ihr eine Erinnerung mit einer der Figuren? Habt ihr eine Geschichte zu erzählen? Wenn ihr genug Geschichten zu erzählen habt, mache ich vielleicht auch mal ein Video mit den einzelnen Geschichten. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und jeder kann so seine Geschichte erzählen und daraus machen wir ein Gesamtvideo. Eine kleine Idee für die Zukunft, wie auch immer. Ich habe noch viele weitere Ideen, aber das war ein Blick in meine Sammlung und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns.